Der sogenannte Katholikentag ist schon seit sehr vielen Jahren ein Sammelplatz für Linke und Grüne. Und man wusste, dass das dieses Jahr noch schlimmer wird, denn die Organisatoren, also das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, haben das selber angekündigt. Politthemen werden Katholikentag in Erfurt mehr denn je prägen. Und unter Politthemen verstehen die nichts anderes als linke Themen. Im Wesentlichen die Themen der Grünen bzw. der Ampelkoalition. Und so heißt es in diesem Bericht aus dem Januar. Der Deutsche Katholikentag im Mai in Erfurt wird dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken CDK zufolge auf die aufgeheizte Stimmung im Land reagieren. Er werde mehr denn je durch aktuelle politische Diskussionen geprägt sein, sagt CDK-Generalsekretär Marc Frings der katholischen Nachrichtenagentur. Ja, und das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Das Ganze ist extrem einseitig. Das wusste man auch gewissermaßen durch einen gewissen Skandal, denn einer der Mitorganisatoren, der ehemalige Oberbürgermeister Erfurts, Manfred Ruge, ist aus Protest aus dem Organisationskomitee ausgestiegen. Ja, und zwar ziemlich heftig. Das können Sie hier sehen. Das ist ein Interview mit Cicero. Bin ich schon ein neuer Rechter, wenn ich gegen das Gendern bin? Ja, also das ist so der ganze Tenor. Und dort hat er auch angekündigt, oder beziehungsweise ein paar Details gegeben, ja, und deshalb ist er abgehauen aus dieser Veranstaltung. Im Gespräch mit dem Magazin Cicero sagte Ruge nun mit Blick auf das ihm vom CDK vorgelegte Programm, Zitat, die großen Podien hatten weitgehend mit unseren Ideen und Vorstellungen, also den Ideen und Vorstellungen der Katholiken in Thüringen, also in der ehemaligen DDR, im Bistum Erfurt etc., absolut gar nichts zu tun. Die Themen Christsein in der Diaspora, also Erfurt eben, Ökumene, Kirchenaustritte und Kirchenbindung kamen alle nicht vor. Das muss man sich ja vorstellen. Und das sind ja eigentlich normalerweise die Themen, wo man sagen würde, aha, dafür interessieren sich die Katholiken. Wie verhindert man, dass noch mehr Leute aus der Kirche austreten? Wie begeistert man die Leute für die Kirche? Das ist diesen Leuten völlig egal. Das interessiert ihnen gar nicht. Ja? Wie gesagt, die wollen Politik betreiben. Ja? Das sind im Grunde Politiker, ja, diese ganzen Linkskatholiken. Stattdessen stehen im Programm Podien zu den Themen der Leib Christi ist queer und jetzt. Die Colonized Church oder Anti-Gender und die neue Rechte. Und da muss man sich fragen, ja, wer soll sich für diese Geschichte eigentlich überhaupt interessieren? Wen wollen sie eigentlich beeindrucken? Wenn man sich das Programm anschaut, ich habe da ziemlich viel rumgeblättert und so, das Programm ist im Wesentlichen, sind im Wesentlichen zwei Aspekte. Das eine ist eine Dekonstruktion des Katholischen. Das heißt, wenn Sie wissen möchten, was nicht katholisch ist, gehen Sie zum Katholikentag. Das heißt, man spürt förmlich, diese Leute haben eine tiefe Identitätskrise mit dem Katholischsein. Ja, die sind irgendwie, sie können damit nicht klarkommen und sie sagen, wir müssen genau das Gegenteil dessen, was normalerweise katholisch ist oder was jeder unter katholisch sein versteht. Ja, offensichtlich ist da eine Identitätskrise, eine Persönlichkeitskrise bei diesen Leuten. Ja, und sie wollen Garantien geben, dass sie eben ultramodern sind. Ja, und da fragt man sich, ja, aber wer wird sich dann dafür interessieren? Ja, das ist ungefähr wie wenn, keine Ahnung, ein Heavy-Metal-Rocker plötzlich anfängt, Schnulzen zu singen, ja, um zu zeigen, ja, nee, ich bin doch nicht so drauf und so weiter. Ja, wer wird sich dafür interessieren? Also ich bin gespannt, wie viele Leute überhaupt da hingehen. Die letzten Jahre war ja sowieso schon eine Katastrophe und jetzt erwartet man noch weniger Leute. Ja klar, warum soll ich zu Leuten hingehen, die im Grunde genommen eigentlich ablehnen, was sie eigentlich sein müssten? Also das ist der eine Aspekt, diese Dekonstruktion des Katholischsein im Katholikentag zu Erfurt. Aber das andere ist außerdem noch eine politisch völlig einseitige Veranstaltung. Also die meisten Politiker, die dorthin gehen, sind Grüne, ja, oder SPDler oder Linke. Kaum eigentlich CDUler sogar. Es gibt so ein paar CDUler, aber die gar nicht mehr aktiv sind. Ja, also die sind schon außerhalb des Amtes oder sie sind CDUler, aber sie gehen dorthin, weil sie andere Aktivitäten machen. Ja? Das heißt, also die CDU ist anscheinend schon viel zu rechts eigentlich für diesen Katholikentag und die gehen gar nicht hin oder sie wurden gar nicht eingeladen oder wie auch immer. Das Interessante ist Folgendes, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die eigentlich Mode sind in der Kirche, gerade in der Kirche in Deutschland, die kommen gar nicht vor, zum Beispiel der synodale Weg. Oder zum Beispiel auch Synodalität generell, das interessiert ihn gar nicht. Ja, und das sind ja eigentlich Themen der Linkskatholiken. Aber offensichtlich haben sie
haben sie kein Interesse mehr dafür. Sie haben diese Themen irgendwie preisgegeben. Sie konzentrieren sich völlig eben auf ja, politische Themen, ganz einfach. Ja. Also zum Beispiel hier eines der wichtigsten Themen, das würde einen riesen Skandal provozieren, ja, ist die ganze Geschichte, die ganze Politik der Ampelregierung gegen den Paragraphen 218. Ja, also die wollen ja den abschaffen. Und da kommt gerade Lisa Paus, also die Bundesfamilienministerin, die eben einen ganzen Feldzug unternimmt gegen das Lebensrecht. Gerade sie wird da erscheinen. Der Katholikentag hat ganz stolz gesagt, bei uns wird kein AfDler reden. Aber da reden Leute, die im Grunde völlig konträre Meinung zur katholischen Lehre, zum katholischen Glauben sagen. Das heißt, jeder wird sagen, okay, aber das ist doch völlig einseitig. Das heißt, wenn ihr nicht die AfD einlädt, weil die zu rechts sind, meinetwegen, weil ihr ein linker Laden seid, da könnt ihr doch nicht Leute einladen, die total antikatholisch sind, ja, gleichzeitig, ja. Also, was ist das für ein Dialog? Aber das interessiert nicht. Das heißt, es ist ganz klar, wenn Sie das Programm anschauen, die wollen eine linke Blase da aufbauen, praktisch ohne katholische Elemente oder eigentlich nur mit antikatholischen Elementen. Das heißt, ich weiß nicht, wer da hingehen wird. Ich bin wirklich gespannt. Ja, wie gesagt, die letzten Male, das war eine Katastrophe. Oder zum Beispiel hier, ein Anti-Gender und die neue Rechte. Das ist ja ein Klassiker bei den Linkskatholiken. Die Linkskatholiken sind wütend und sauer und hassen die ganzen glaubenstreuen Katholiken. Und es gibt zwei Hauptthemen der konservativen Katholiken, zwei hauptpolitische Themen. Und zwar, das ist eigentlich das Lebensrecht, das wird in diesem ersten Podium, den ich schon genannt habe, mit Lisa Paus. Und es gibt ein zweites Podium, und zwar auch mit Lisa Paus. Ja, und ansonsten nur mit Leuten, die gegen die konservativen Katholiken wettern. Also zum Beispiel, das ist Frau Liane Bethnaz oder zum Beispiel Frau Dr. Sonja Strube. Das sind zwei Publizistinnen, die ständig gegen die konservativen Katholiken wettern. Ja, und da ist noch ein Herr Dr. Leo Röpert, ein Soziologe aus Hamburg. Vielleicht ist der ein bisschen konservativer, vielleicht wird er ein bisschen die konservative Position verteidigen. Aber ich glaube es eben nicht. Die wollten tatsächlich eine rein linke Blase machen. Rein linke Blase. Die wollten wirklich unter sich bleiben. Ja, und deshalb kann ich verstehen, dass dieser ehemalige Bürgermeister aus Erfurt gesagt, ja, ich meine, was soll das? Wer soll da hingehen? Ist das eine Wahlparty von der Linken, ja, sollen wir hier versuchen, dass die Linken ein bisschen mehr Stimmen bekommen und nicht untergehen. Aber Sie sehen hier, die ganzen Themen, ja, die für die konservative Leute wichtig sind, die sind völlig antikonservativ, antikatholisch besetzt. Ja, oder zum Beispiel hier, das ganze Thema Gender ist massiv präsent, ja, von Geschlechtervielfalt, Ebenbildlichkeit und Menschwerdung. Gott ist trans. Ja, also wen wollen Sie da beeindrucken? Ja? Also das ist das Problem. Diese ganzen Linkskatholiken meinen immer, wenn sie möglichst liberal sind, werden sie Begeisterung bei den Leuten finden. Aber das passiert genau, das ist genau das Gegenteil der Fall. Die Leute interessieren sich nicht mehr. Zudem, weil sie mit diesen Themen ja auch viel zu spät ankommen. Ja? Das heißt, dieser Minderwertigkeitskomplex, ja, der entfaltet sich relativ langsam bei denen, praktisch gesehen. Und die kommen dann mit diesen Themen, wo eigentlich das Ganze schon längst passé ist. Ich meine, das Thema Gender ist ja kein neues Thema. Und jetzt kommen die, die Rechten und so haben dieses Thema Gender entwickelt. Ja. Oder zum Beispiel hier, ein Reflexionsraum zu genderqueeren Perspektiven. Wenn Sie im Programm eintippen, queer oder LSBTQ und so weiter, da finden Sie stundenlang Programme. Ja. Aber zum Beispiel zu Ehe gibt es keinen einzigen Programmpunkt. Null, keinen einzigen. Oder zum Beispiel Liturgie. Es gibt kaum heilige Messen, kaum Gottesdienste zum Beispiel. Gibt es ganz wenig. Das war früher, also schon, als es schon sehr schlecht war, gab es doch sehr viele eigentlich, weil alle Gemeinschaft das hatten. Das interessiert offensichtlich gar nicht mehr. Das Ganze ist eine rein politische Veranstaltung. Und da gibt es Sachen, die sind wirklich grotesk. Der Leib Christi ist queer und so. Und dann zum Beispiel hier die Zukunft des Menschen. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Ja, da wird zum Beispiel der Bundespräsident sein, da wird Bodo Ramelow sein von den Linken. Ja, also das ist der Ministerpräsident von Dingsbums, von Thüringen etc. Oder hier die sozial-ökonomische Transformation beschleunigen. Das wird mit Robert Habeck sein und anderen Leuten, die ich da nicht kenne. Das heißt, Sie sehen im Grunde genommen, es ist an sich eine rein politische linke Veranstaltung, die sich als katholisch wohl präsentieren will,
tut es aber nicht. Ja? Also wie gesagt, ich werde dieses Thema weiterhin beobachten. Ich weiß aber nicht, ob man da sehr viel berichten wird. Ich bin gespannt, ob sich irgendjemand dafür interessiert. Das heißt, ob jetzt zum Beispiel in den nächsten Tagen überhaupt ein paar Presseberichte außerhalb eigentlich der katholischen Medienlandschaft, die sich überhaupt für diese Geschichte interessieren. Ich bezweifle das, weil die haben das einfach zu weit getrieben. Ja? Dieser Selbsthass, ja, dieser Impetus, sich als nicht katholisch zu zeigen, möglichst angepasst, Garantien zu geben, wir sind ultralinks, ja, wir sind ganz angepasst zu diesem Zeitgeist, der ist so penetrant eigentlich in diesem ganzen Programm, dass es, ich glaube, für viele Leute, selbst linke Leute, ja, und Grüne eigentlich abstoßen wirkt. Also die haben den Eindruck, okay, wir haben das hier mit Leuten, die wirklich, ja, sich mal ein bisschen Ruhe gönnen sollten und sich Gedanken machen sollen, was sie eigentlich sein wollen.